als wir hingekommen, haben die zuerst unsere Hände gewaschen und jetzt einchecken hier. So, da sind wir im Shumata Camp. Da vorne sind wir angekommen und durften zuerst unsere Hände waschen. Wir haben dann unser Gepäck hier nach vorne getragen und ja, haben dann eine Tasse Kaffee bekommen. Aber jetzt hier hinter uns, wie ihr seht, ist unser Zelt. Das hier. Und es gibt 5 von diesen Zelten, also ist eher etwas Privates. Und ich nehme euch nachher übrigens noch mit. Wir gehen mit einem Maasai hier auf den Berg, auf den Hügel, da ganz nach oben. Und der wird uns dann ein paar Sachen über die Medizin, wie sie die Natur mit der Medizin oder sich selber versorgen medizinisch mit der Natur. So, und hier, das hier. Das ist der Eingang. Das ist auch mit Abstand das größte und schönste Zelt. Mit dem geilsten oder der geilsten Aussicht. Aber wir sind hier ein bisschen höher auf einem Hügel. Wir mussten auch mit dem Auto da kurvig, steil, schräg, alles Mögliche, mussten wir hier hoch. Und das ist schon. Die Aussicht von hier, nur schon die Aussicht ist schon extrem, extrem, extrem schön. Aber hier, das Zelt, ja, das ist noch extremer. Also ich finde es extrem. Ja, also wir haben hier, können uns hier ein bisschen breit machen, chillen, wenn wir zurückkommen von der Safari, Hände waschen und gehen jetzt mal hier ins Zelt. So, da sind wir im Zelt. So schaut das aus. Ja, da haben wir 2 große Betten. Da ist unser Gepäck. Weil wir dürfen ja nicht so viel mitnehmen, deshalb mussten wir alles in so ein kleines Gepäckstück packen. Da ist so das Wichtigste drin. Und haben hier 2x ein großes und ein kleines Bett. Andreas muss zuerst alles ein bisschen verarbeiten wahrscheinlich. Ganz exquisit hier ein Haus Whisky. Ja. Haus Whisky bekommen. Ja. Das finde ich richtig schön gemacht. Echt mega, mega schön. Hier sind die Lampen drin. Ist auch cool gemacht. Ja, hier kann man sich morgens waschen, bereit machen für die Safari und Tiere anzuschauen. Und ganz cool, das lustigste WC auf der Welt und zugleich das schönste WC hier. Das ist echt, vor allem hier noch mit Aussicht. Das ist auch alles offen hier, also das ist der hintere Teil vom großen Zelt, da ist eigentlich alles mit Moskito und so geschlossen. Und hier hinten ist halt alles eigentlich offen. Da sieht man oben auch zum Himmel. Careful with this plant. Oh. You see something inside? Elephant shrew. The long tank. Okay. Animal. They thank you.
wir sind jetzt da hochgewandert und genießen hier oben jetzt den Sonnenuntergang. Und da unten sieht es jetzt nicht mehr, da ruhen wir jetzt für 2 Tage. Aber mit diesem Stab ging das ganz gut. Das da ist der Kilimandscharo. So, wir haben 5:45 morgens und gehen jetzt wieder Tiere anschauen. Ja, das war eine angenehme Nacht. Wir bekommen hier Frühstück, Busfrühstück mitten im Bus. So, wir gehen jetzt ein Maasai-Dorf besuchen. Und schauen mal ein bisschen, wie die wohnen. Die sind hier ein Lied für uns. In ein Haus rein. Wie ihr seht, ist der Eingang schon ganz eng und klein. Jetzt hier mal da. So. Und die Wand ist so mit Holz und Lehm. Anscheinend soll das Kuhmist sein. Und hier drin riecht es ziemlich streng. This is Chinese light, but if you put it, can you put your light off? I can put my light off, everybody off. Yeah, that's mm-hmm. Because the cow kicking. Yeah, mm-hmm. And okay. If you hold like this.
Wir haben hier so ein Feuer und da drüben schlafen die auch. Sonst nimmt er keine. Oh, nicht, dass ich das Haus. Oh, so. Da. Dieser Hütte waren wir. Das war jetzt aber interessant. Ja, sehr dunkel. Anscheinend kommen da Ratten rein, aber keine Schlangen und so. Und die leben da tatsächlich. Ja, hier liegt überall Kot rum von den Tieren und wir haben auch gesehen, dass hier einige Rasierklingen rumlegen am Boden. Ja, das ist natürlich nicht so toll, weil die Kinder, die laufen hier barfuß rum, also das ist ein bisschen bedenklich. Heute machen wir noch so eine kleine Wandertour hier und der Maasai zeigt euch uns nochmals ein paar Sachen über die Pflanzen hier und Naturheilmittel und ja, bevor wir nachher ein Essen bekommen und später dann fliegen. So, jetzt gehen wir hier, verlassen dieses schöne Zelt hier und machen uns weg. Also sind jetzt extra hingefahren, um diese Schuhe hier zu kaufen. Andreas hat sie schon gefunden. Die machen hier die Schuhe schon. Haben extra den Weg hierher gesucht, weil das so lustig ist. Ja. Sehr schön, Bruder. Ja, der Fahrer hat jetzt uns hier hingebracht. Und fliegen jetzt dann um 9 zurück nach Amsterdam und dann nach Zürich. Ja, tschüss Afrika! Schön war's hier!